Wie genau es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist, dazu gibt es derzeit einige verwirrende Nachrichten. Auf der einen Seite die positiven mit einem Börsenindex DAX, der heute auf den höchsten Wert aller Zeiten kletterte. Und dass Deutschland an Japan vorbei auf Platz 3 der größten Volkswirtschaften der Erde hochrutschte. Zudem investiert jetzt die amerikanische Softwarefirma Microsoft mehr als 3 Milliarden Euro in den Standort Deutschland. Aber auf der anderen Seite die negative Nachricht, dass die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft drastisch gesenkt hat. Von 1,3% auf gerade mal noch 0,2% dieses Jahr. Fast Stillstand. Und auch im nächsten Jahr ist kaum Wachstum in Sicht. Ja, also was denn nun? Eine Bestandsaufnahme von Kilian Pfeffer. Olaf Scholz wird in diesen Tagen selten gelobt. Microsoft-Vizechef Brad Smith aber ist begeistert. Der Konzern investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschland in KI, in künstliche Intelligenz. Die Begründung, man vertraue den Deutschen und ihrer Innovationsbereitschaft. Und es liegt auch an dem Vertrauen in diese Regierung, an unserem Vertrauen in die Führung von Kanzler Scholz, in die Arbeit dieser Regierung, die solche Investitionen anlockt. Künstliche Intelligenz, ein Zukunftsmarkt, der schnell wächst. Die Technische Uni Nürnberg zum Beispiel soll zur ersten Spezialuniversität für künstliche Intelligenz werden. Experten begrüßen die Microsoft-Ankündigung, KI könne den Menschen zum Beispiel lästige Arbeit abnehmen. Es ist eine Querschnittstechnologie KI. Alle Leute können effizienter arbeiten. Und wenn ich mir an die Dokumentationspflichten denke, die Ärzte haben, die Landwirte haben, die Anwälte haben, die ungefähr alle haben, dann ist das eine gute Nachricht für kreativere Arbeit und effizientere Wertschöpfung. Das ist gut. Dabei sieht es in den traditionellen deutschen Wirtschaftsbranchen gerade gar nicht gut aus. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer berichtet, dass sich die Stimmung weiter verschlechtert. Das Wachstum für Deutschland im vergangenen Jahr 1,3%, die Prognose für 2024 nur 0,2%. Der Finanzminister bei einem Aschermittwoch-Auftritt gestern wenig amüsiert. Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein. Ich weiß nicht, wie Ihnen und euch das geht. Ich finde das nachgerade peinlich. Die Aufgaben, die nun anstehen, der Wirtschaftsminister glaubt zu wissen, welche es sind. Möglichst viele Menschen in Arbeit bringen, also die Fachkräftelücke schließen. Es sind ja so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Trotzdem gibt es sehr viele offene Stellen und offene Stellen ist nicht gemachte Arbeit, also verhindertes Wachstum. Entbürokratisieren, sodass die Entscheidungen, die wir treffen, schneller umgesetzt werden. Die CDU allerdings glaubt, bei einer so schweren Krise ist noch mehr nötig. Es bräuchte eigentlich eine große Rede des Bundeskanzlers im Deutschen Bundestag, eine Agenda 2030, wo klar gesagt wird, was wir beim Thema Fachkräfte, Bürokratie, Energiekosten etc. machen. Einzelmaßnahmen helfen nicht mehr. Wie passt das eigentlich zusammen? Die Wirtschaftskrise einerseits und Investitionen wie die von Microsoft andererseits. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm meint, manche Branchen in Deutschland seien nicht mehr wettbewerbsfähig. Investitionen wie die von Microsoft weisen ihrer Meinung nach den Weg. Das zeigt, dass wir unsere Standortvorteile auch stärken sollten. Zum einen das Bildungssystem, zum anderen Forschung und Entwicklung. Und das müssen wir stärken, um Unternehmen eben einen Anreiz zu bieten, bei uns zu investieren. Ein guter Tag sei das heute gewesen, so Bundeskanzler Scholz. Er kündigte Gesetze an, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.